Verehrter Jubilar, lieber Manfred, verehrte liebe Frau Stolpe, Herr Ministerpräsident, lieber Matthias, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, Matthias, das mit diesem Altkanzler kannst du das nicht lassen. Ich habe das schon dem verehrten ehemaligen Außenminister Herrn Genscher mal sagen müssen auf einer Veranstaltung, als er mich, Herr Altbundeskanzler, apostrophiert hat. Habe ich ihm sagen müssen, wenn das so ist, sind Sie ja uralt Außenminister. Aber es ist trotzdem sehr nett, wie du mich vorgestellt hast, aber das ist nicht Thema des Abends. Meine Damen und Herren, daran merken Sie, die Zeitvorstellungen kommen langsam durcheinander. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte versetzen Sie sich für einen Moment in folgende, eine sehr bestimmte Situation, eine, die ich als Kanzler sehr häufig erlebt habe. Wir starten mit dem Hubschrauber zu einem Flug von Berlin, sagen wir, nach Dresden. Das Wetter ist gut, die Sicht hervorragend und man weiß, dieser rund einstündige Flug wird ruhig. Man freut sich über eine kurze Gelegenheit, die Augen zu schließen, vielleicht auch nachzudenken vor dem nächsten durchaus anstrengenden Termin. Aber dann zieht der Nebenmann aus seiner Aktentasche eine detaillierte Deutschlandkarte und verfolgt auf dieser Flugbahn, die Flugbahn des Hubschraubers. Gleich Position für Position mit den Orten und Landstrichen da unten ab, erläutert diese und malt imaginäre Bilder von Städten und Regionen. Und natürlich erzählt er Geschichten von Menschen, die dort leben und die er alle zu kennen scheint. Meine Damen und Herren, die Rede ist von Manfred Stolpe, der mich zunächst als brandenburgischer Ministerpräsident und später als Bundesminister oft auf meinen Reisen, vor allem durch Deutschlands Osten, begleitet hat. Beim ersten Mal, ich muss das sagen, war ich sehr erstaunt über seine Kartenleserei. Und dieses Erstaunen ist jetzt durchaus Diplomatie. Später ist es zu mir zu einer sehr liebgewordenen Art des gemeinsamen Fliegens geworden. Und zwar deshalb, weil ich auf diese Weise viel von ihm, von Manfred Stolpe, über unser Land und die Menschen, aber auch durchaus über ihn gelernt habe. An diesen kleinen Geschichten erkennt man einen entscheidenden Wesenszug von Manfred Stolpe. Manfred Stolpe konnte eben nicht einfach abheben, im Flug zum Entspannen nutzen. Über sein Kartenwerk behielt er eine Erdung, die Anbindung an das Treiben der Menschen da unten. Und das war ihm durchaus wichtig. Auch seine anderen Wesenszüge haben immer mit Menschen zu tun. Als junger Ministerpräsident habe ich Manfred Stolpe in den 90er Jahren gelegentlich in Brandenburg besucht und ihn dabei näher kennengelernt. Es gibt wohl kaum einen Politiker in unserem Land, für den die Hinwendung zu den Menschen so elementar ist wie für Manfred Stolpe. Ihn interessiert eben, was sie zu sagen haben, welche Probleme sie haben, was sie vorschlagen. Und genau diese, neudeutsch formuliert, Authentizität macht Manfred Stolpes Popularität aus. Denn die Menschen, denen er begegnet, spüren genau, ob es jemand ernst meint mit ihnen oder nicht, und er meint es ernst. Lieber Manfred, deine besonderen Gaben und Fähigkeiten waren in einer wichtigen Entwicklungsphase unseres Landes von großem Wert. Ministerpräsident Platzek hat in seiner sehr sensiblen Laudatio darauf hingewiesen und dies völlig zu Recht. Gerade du, als verantwortlicher Politiker der ersten Stunde nach 1989, hast immer darauf hingearbeitet und stets daran erinnert, dass wir die deutsche Einigung als Einigung der Menschen zu begreifen haben. Dass jeder mit seinen Besonderheiten und seinen besonderen Fähigkeiten, übrigens auch
mit seiner Geschichte zupacken muss, aber auch jeder beitragen kann, dass jeder auf diesen neuen Weg, gemeinsamen Weg mitgenommen werden muss, aber eben auch kann. Auf diese Weise hast du wesentlich daran mitgewirkt, die Menschen aus beiden Teilen Deutschlands im wahrsten Sinne des Wortes zusammenzuführen. Meine Damen und Herren, in unserer gemeinsamen Arbeit im Bundesrat und später in der Bundesregierung habe ich Manfred Stolpe immer auch für seine Ausgeglichenheit regelrecht bewundert und auch für seine Ausstrahlung, die ich ganz altmodisch mit unverzagt und Frohgemut beschreiben möchte. Sie hat durchaus etwas Magisches, etwas, das ansteckend wirkt. Manfred Stolpe gehört zu jenen, so habe ich es erfahren, die konstruktiv, aber eben optimistisch an der Verbesserung der Welt arbeiten, durchaus wissend, dass wir dabei nur langsam vorankommen, auch gelegentliche Rückschläge in Kauf nehmen müssen. Persönliche Angriffe haben ihn eben nicht aus der Bahn geworfen. Im Gegenteil, ganz geduldig und unaufgeregt hat er sich mit all jenen auseinandergesetzt und sich vor keinem Anwürfen und Hindernissen weggeduckt. Bei allem, was er tut, gelingt es ihm durchaus, Gelassenheit, aber eben vor allem Zuversicht auszustrahlen.